Ja, hallo und guten Morgen zu Dragmania 2 Stadium. Mein Ladezeit war ein bisschen kurz, deswegen sind wir noch hier in dem Ladebildschirm von Dragmania. So. Ich habe mir die Nacht mal wieder was überlegt. Warum mache ich die Tiefebene nicht als Kurve hier und fahre dann hier wieder hoch? Ich hätte cooler kommen. Ich hätte mal sagen, nein. Wenn ich mir das hier so anschaue, sieht das schon richtig gut aus. Die Leute sollen mal ein bisschen mit Köpfchen fahren. So, den dann machen wir weg, den brauchen wir da nicht. Klick. Wie verlauft denn das? Ach Mann, bin ich müde. Scheiß. Oh. Warum bin ich müde? Weil wir wieder 7:30 heute Morgen haben. So. Wir haben die Schilder gesetzt, jetzt müssen wir sie erstmal einstellen. Muss ich auch gucken, dass es auch die richtigen sind. Jetzt kommt so die mehr oder weniger ekelhafte Sache. So, rein darum. Genau. So, da hoch, da rum, dorthin, left, falsches left, so. Ah, da oben haben wir noch einen vergessen. Dass die Leute nicht gleich denken, was? Wo geht's denn da lang? Leute, ich brauche eure Hilfe. Es wäre mal sehr nett, wenn ihr hingehen tätet und sagen tätet, Starving. Das kann, meine Meinung ist so, dass das hier nicht so funktionieren kann, wie du willst. Oder, ja, natürlich, ich hätte gerne die Strecke so fahren, wie du dir das vorstellst. Also ich hätte mal eure Meinung wissen, ob das so klappen täte, wie ich das mir hier erdenke. So, warum da hoch, da? So, dann hier die. Das jetzt, das da. Genau, die brauche ich. So. Schlimm, wenn man aufs Bett geschmissen wird. Wenn meine Frau unbedingt einen Nagel, den sie beim Nageldesigner
gemacht hat, kaputt gegangen ist. Und wir heute früh deswegen ein bisschen Frauen und ihre Nägel. Leute, wenn ihr Frauen habt, die Gelnägel haben wollen, verhaut sie erstmal und steckt sie in den Keller. Nein, natürlich nicht. Obwohl es manche Frauen einfach verdient haben, dass sie mal dementsprechend rangenommen werden. So. Falsches Lab. Und da unten muss auch noch ein Schild hin, gell? Uah. Ich dachte, ich hätte sie perfekt überall hin positioniert. Da fällt mir auf, dass die Hälfte noch fehlt. Oh, 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 oh. Falsches Lev. So. Auch wieder ein Lev. Auch da unten ein Lev. Damit man so sieht. So. Ah, die Stelle hier wird tricky. Hoffentlich fahren die echt alle hier durch, wie sie sollen. So, hier ist die einzigste Stelle, die ich mit Blockmixen mache. Oh, ich bin total verpeilt heute. Merkt ihr es? Echt wahr. Klar, man wird sagen, ey, man kann da drüber fahren. Natürlich kann man da drüber fahren. Aber es ist nicht sinnvoll, darüber zu brettern. So, Neff. Genau. Oder? Nein, da war ein Ride. Da muss ein Ride rein. Uahaha. Ein rechts, da kommt wieder ein links, dann blöd, das bringt's. Da kommt no way, kein Durchgang. So, da haben wir das, da kommt dann das Boxenschild rein. Okay, machen wir das so, es wird jetzt wahrscheinlich kurz Standbild hier geben. Weil ich auf dem Desktop muss, mir diese Daten hole. Oder nein, wir machen das so. Ich schmeiß jetzt hier mal kurz einen Cut rein. Mach dann da einen kleinen Umschnitt. Und bis gleich. So, und da sind wir auch wieder. Und wie uns die Musik verrät, sind wir noch nicht so weit fortgeschritten. Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt mir meine URL geholt, wo ich dann hier mein Boxenschild Fläschchen mache. Da dieses Boxenschild ja nicht existiert, also nicht für das Spiel, sondern als Linkdatei irgendwo im Wide World Web, habe ich mir Barge? Ich habe mir das doch gerade kopiert.
Freund, das ist nicht fair. So. Und jetzt seht ihr. Sorry für das kurze Standbild, das, ich wollte nicht noch weitere Cut machen, das wäre blöd gewesen. So. Jetzt wird das akzeptiert und schon haben wir unser Pitstop. Miau. Da ist noch ein No Way. Mal auf, dass das hier funktioniert. Echt mal. So, gucken wir uns mal die Strecke an mit den ganzen No Ways und Beschilderungen und hier und da und leck mich doch am Arsch und so. Ist schlecht zu sehen, hä? Das Schild. Ach nö, hör auf zu lecken. Nur weil ich jetzt auf den Desktop baue oder was? Lass mich jetzt verarschen. Auch schlecht zu sehen. Die Schilder sind definitiv schlecht zu sehen. Muss ich doch die Wanderschilder machen, oder? Naja. Schlecht zu wissen, dass das so ist, aber okay. Ich speichere mal kurz durch. Irgendwie hat das ja keinen Sinn. Ja, wie ihr seht, schon einige Strecken, die Up and Down von Silverroth, zwei Strecken von Croxian und eine Storys-Rundkurs. Das ist normalerweise nur eine Strecke von Croxian. Ja, also schon drei Strecken von Croxian, fällt mir gerade auf. Hua! Egal. Jetzt kommt eigentlich mehr oder weniger der langweilige Part. Jetzt kommen wir uns nämlich an das dran, was die Stadt eigentlich ausmacht. Gebäude. Das wird aber eklig hier. Ändert sich das sonst? Nein. Na egal. Müssen die Leute eben an der Stelle aufpassen. Mach ich ja schon, kriege ich dann jetzt schon die ersten. Nee, geht nicht. Negativbewertung für die Strecke. Ist mir aber wurscht. Tut meine Strecke negativ bewerten. Ja, ich brauche es. Negativbewertung forever.
Ja, was macht ihr denn heute so? Ich würde mal sagen, ihr macht heute das, was ich heute mache. Nämlich gar nichts. Uah. Wie komme ich darauf? Weil es so ist. Leute, der Sommer geht zur Neige. Dazu, dass ihr irgendwie noch rauskommt. Gibt es nicht irgendwelche Festivals, die ihr besuchen könnt, wollt? Ach, mal hör auf zu gehen, das ist ja schlimm. Ich gehe ja gleich mit hier. Meine Fresse, ist das schlimm. Da guckt ja sowieso keiner. Die Feinheiten kommen noch. Ich mache jetzt einfach nur die Grundzüge. Nein, 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 nein. Nein, das war das U. Ja, so, gut. Das war eins zu viel. Guten Morgen, Winker. Auch schon wach? Winker, meine Let's Play Katze. Uah. Hat auch nicht jeder. Ah, bin jetzt hier zwar drüber gewesen. Nö. Schade. Sagt mir mal eure Meinung. Was befähigt Frauen unbedingt permanent schön aussehen zu wollen? Zumal meine Frau hat mich. Sie muss nicht irgendjemand anders noch sie muss nicht noch jemand anders helft mir. Ich weiß nicht weiter. War das immer so, Frauen mit ihrem Schönheitstick? Gab es da nicht irgendwann mal eine Studie drüber, dass Frauen sich unnötig schön machen? Jetzt wirst du aber gemein, Starving. Ich bin immer gemein. Habt ihr das nie gewusst? Hat das euch keiner erzählt, dass ich der gemeine Starving bin? Leute, fragt in meiner Community nach. Die werden euch alle bestätigen,
Dieser Starwing da, den ihr da kennt aus dem Let's Play, der ist der gemeinste auf der ganzen Welt, oder zumindest auf der ganzen YouTube-Welt. Ich denke mal, ihr werdet mir das auch noch glauben. Ihr werdet jetzt alles hinterfragen. Ist das wahr? Ist er der gemeinste Typ der Welt? Was soll ich euch sagen? Macht euch selbst ein Bild. Besser ist das. Wer weiß, vielleicht komme ich ja eines Tages mal zu euch rum und sage, Geld her. Ihr habt mich gedisliked auf meinem YouTube-Kanal. Jetzt will ich Geld sehen. Apropos Geld, da ich ja... Ich will mich jetzt nicht mit ihm anlegen, aber... Das ist ein persönlicher Reiz daran. Da ich ja letztens wieder Mr. Harald gesehen habe, also Harald Franklin, oder Frankie. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Mit seinem wunderschönen, genialen Blog. After Hate. Und macht dann nämlich die Hater ziemlich dumm. Oder die Hater machen ihn dumm, er wehrt sich nur. Was ich ziemlich genial finde, denn er hat recht. Es gibt wenige Leute, die einfach mal das zu schätzen wissen, was andere Leute für andere machen. Ich habe mich das jetzt da hingekriegt. Scheiße, egal. Und da hat auch ein Hater da gesagt, ja, du machst es ja eh nur für Geld und hier und da. Und da kommt mir jetzt die Frage, man muss da ja scheinbar ziemlich heftig arbeiten, um da überhaupt irgendwie Geld zu verdienen. Denn ich habe mir mal die Aufgabe gemacht, mal zu gucken, wie das ist. Oder was dazu benötigt wird, Geld auf YouTube zu verdienen. Und ich bin echt erbafft. Erstaunt, erschreckt. Was Voraussetzungen gegeben werden sein müssen, um Geld so über YouTube zu verdienen. Allein jetzt nur mit den Videos. Jetzt nicht ohne irgendwelche Werbeeinnahmen. Oder über... Ja, was weiß ich alles. Schrecklich erschreckend. Schrecklich erschreckend. So, wenn ihr denkt, das bleibt jetzt nur so klein. Nein, nein, ich ziehe die Gebäude noch dementsprechend hoch. Insofern wie es geht. Da geht nämlich zumindest schon mal nicht mehr. Das Erschreckende ist daran, dass man muss sehr viele verschiedene Videos machen, dass die Klickzahlen hochgehen. Also ich habe selbst versucht, das mit meinem zweiten Projekt. Der umgekehrte Fall ist bei mir eingetreten, bei mir gehen die Klickzahlen sogar zurück. Und ja. Was heißt das für mich als Neuling in YouTube? Ich muss irgendwie mehr Projekte machen. Und Leute, ich muss euch sagen, es ist Arbeit. Es ist nicht einfach so, ich nehme jetzt mal auf oder so.
So einfach mal, ich nehme auf, ist nicht. Wer denkt, dass das so einfach ist, der irrt. Nein, falsch. So lang. Der irrt. Ernsthaft, Leute. Es gibt ziemlich viele, ja, nicht sagen wir Schwierigkeiten. Aber Geld einfach so über YouTube zu verdienen, ich habe es probiert, ist nicht. Vielleicht weil ich zu doof dazu bin. Oder einfach, ich merke gerade, ich hätte nicht wieder später machen sollen. Okay, ich stelle mir die Schilder später nochmal ein. Man bekommt einen gewissen Centsatz, und zwar amerikanische Cents, nicht Euro-Cent, für eine bestimmte Anzahl Klicks. Also nicht wirklich gerade viel und auch nicht wirklich gerade wenig. Also je nachdem, wie viele Projekte man hat, je nachdem, wie viele Klicks man am Tag bekommt, kann man davon vielleicht das Grundsicherungsamt oder die ARGE oder Arbeitsamt vielleicht täuschen. Aber das war es auch schon. Freunde, denkt jetzt ja nicht, ich hätte das vor. Ich mache das hier aus Spaß. Aber wenn wir ja schon zu dem Thema sind, wie täuscht man ein Grundsicherungsamt vor? Uah, das geht, glaube ich. Ich kenne also einige Pappenheimer hier in meiner Stadt, die das professionell sogar durchziehen. Die natürlich jetzt sich verneinen lassen täten. Nee, ich mache sowas nicht. Das ist nicht so mein Ding. Von wegen. Einfach noch mal kurz zu Harald zu kommen. Alter, du hast recht mit den ganzen Hatern und der ganze Quatsch. Nur, was soll ich machen, wenn ich nur gedisliked werde? Also es kommt kein Kommentar wie, ey, du bist so schlecht, dass man denken muss, eine Kotztüte könntest du gut brauchen. Au. Habe ich mir gerade ziemlich selbst gedisliked, oder? Gehatet. Egal. Fakt ist, dass das Fakt ist. Also, ich empfehle definitiv After Hate weiter. Denn A, man kann sich echt köstlich darüber amüsieren, wie so manche Hater denken, sie wären's. Ah! Und das war dann jetzt der Timer. Ja.
Also, falls euch die Folge gefallen hat, im Punkto Freunde der YouTuber, sprich meine Freunde, oder meine Fans, dann lasst mir ein Like da. Und falls es euch nicht gefallen hat, im Punkto der Disliker, dann seid mal so lieb und lasst mir einen Kommentar da. Und falls nicht, weiß ich, wo ich dran bin bei euch. So, meine obligatorischen, normalen Informationen an meine Spontanzuschauer. Schön weiter spontan zuschauen. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert mich. An meine Abonnenten. Ich bin stolz. Richtig stolz. Dass ich euch als Abonnenten habe. Dass ihr so tatkräftig hier dabei seid. Und mich nicht im Stich lässt. Danke. Und noch schön fleißig Werbung für meinen Kanal. So, da ich heute weniger Zeit habe, um noch eine Runde zu fahren, würde ich mal sagen, die Strecke sieht ja schon gut aus. Ein paar Punkte müssen noch verbunden werden und so weiter und so fort. Aber ich denke, das wird schon gehen. Schon wieder müde. Immer noch müde. Nächste Folge, denke ich mal, sind wir soweit und basteln. Strecke fertig. Und ich kann euch sogar schon Informationen nächste Folge geben, wie es weitergeht mit dem Game-Server. Aber das alles sehen Sie in der nächsten Folge. Have fun und good race. Ciao.